Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich dachte, ich nehme euch diese Woche noch mal ein bisschen wieder mit in meinen Strickarbeitsalltag. Das hat euch die letzten beiden Male sehr gut gefallen und steht diese Woche einiges an. Deswegen dachte ich, es ist perfekt, euch ein bisschen mitzunehmen. Ich stricke einerseits an Pumpkin Spice Cardigan, an dem zweiten, um das mitzufilmen für ein Hilfevideo und Fotos zu machen für die schriftliche Anleitung, damit die nämlich zu Teststrickerinnen rausgehen kann. Dann sind meine Mutter und ich am ersten Adventswochenende auf dem Weihnachtsmarkt, wo sie verkauft und ich habe Sonntag auch dazu komme mit einigen Dingen und genau, und dafür bin ich noch ein paar Dinge am Stricken und Vorbereiten und ja, ich mache auf jeden Fall vieles gerade gleichzeitig und deswegen dachte ich, ist perfekt, um euch mitzunehmen und ich bin gerade dabei. Am Pumpkin Spice Cardigan unten italienisch abzuketten. Ja, da bin ich gerade dran. Ich habe gerade einige Fotos gemacht für die Anleitung. Es ist so dunkel heute, dass ich mein Licht rausgeholt habe. Da ist die Situation aufgebaut, wo ich die Fotos mache. Also es ist wirklich, es wird nicht hell. Also ich dachte, ich warte noch ein bisschen, aber es regnet dauerhaft und es wird einfach nicht hell. Also mit externem Licht auch okay. Genau, und hier habe ich so meine Fotostation aufgebaut. Aber ich glaube, ich habe jetzt alle Fotos gemacht. Das heißt, ich kann die Anleitung, glaube ich, fertig machen. Ich denke, wenn dieses Video kommt, habe ich schon, ich hoffe es, ich hoffe, dass wenn dieses Video online ist, dass ich schon nach Teststrickerin gesucht habe. Ich schaue mal, wie die Woche verläuft. Genau, also jetzt wird werde ich Bilder einfügen in die Anleitung, werde ich noch mal ein paar Dinge ein bisschen spezifizieren. Es ist manchmal ganz praktisch, wenn ich die Anleitung nach dem ersten Mal, dass ich das gestrickt habe, schreibe, das dann noch mal stricke und bei manchen Teilen versuche wirklich meinen Kopf noch mal wegzunehmen, weil ich weiß natürlich, wie ich es gestrickt habe und einfach Schritt für Schritt wirklich dem zu folgen, was ich geschrieben habe, einfach um zu versuchen zu verstehen, wie jemand drangehen würde, der das noch nie gestrickt hat. Aber es ist natürlich nicht ganz machbar, aber das hilft mir auf jeden Fall, dem dann wirklich das Schritt für Schritt durchzulesen und zu versuchen, nicht einfach, weil ich weiß, wie ich es weitermachen würde, weil ich es ja mir überlegt habe, dem zu folgen. Das hilft mir auf jeden Fall nochmal so ein, zwei Dinge zu finden, wie man es vielleicht ein bisschen besser nochmal formulieren könnte. Aber natürlich braucht es Teststrickerinnen gerade bei so größeren Projekten, um zu sehen, ja, wie einfach um zu sehen, wie Personen, wo Probleme sind, wo man vielleicht nochmal was umformulieren müsste oder wo vielleicht auch kleine Fehler drin sind. Also es kann ja auch immer passieren, dass da mal irgendwie ein Dreher drin ist oder sowas. Und deswegen hilft das auf jeden Fall sehr. Also ich habe das erste Mal das gemacht bei dem Wochenmarkt-Pullover und es war super cool, dass ich da dieses Feedback bekommen konnte und einfach sehen konnte, okay, wo sind nochmal Probleme oder Situationen, die nochmal besser beschrieben werden müssen. Also ja, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt bei dem Cardigan wird. So, ich dachte, ich mache gerade mal so, ich habe ein paar Dinge in meinem Kopf, über die ich irgendwie gerne sprechen würde und ein bisschen in den Austausch kommen würde. Ich bin gerade am Stricken, ein Stirnband und habe mir hier einen Kaffee, also so ein bisschen wie ein Stricktalk, die ich ja auch schon mal gemacht habe, in dem Vlog gerade, weil ich so ein paar Dinge in meinem Kopf habe und ich die gerne irgendwie loswerden würde und ich auch sehr gespannt bin, was eure Meinungen zu den Themen sind. Mir kam in letzter Zeit einfach oft die Frage in den Kopf, wie ich nachhaltig stricken kann. Also was bedeutet Nachhaltigkeit in der Strickwelt? In meiner Ernährung lebe ich
seit einigen Monaten pflanzenbasiert. Davor habe ich schon viele Jahre vegetarisch gelebt. Mir war das einfach immer wichtig, das Tierwohl, der Umweltaspekt. Und mir persönlich war das einfach immer sehr wichtig. Und das war eine Art für mich, ja, damit umzugehen. Etwas, wo ich gut darauf irgendwie reagieren kann und in meinen Möglichkeiten was tun konnte. Aber irgendwie dieser Aspekt von Wolle ist bei mir da nie mit reingefallen. Und in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich da mehr und mehr mich irgendwie mit auseinandergesetzt hatte. Ich habe bei einem von den Videos von Lydia Rhabarber, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die macht auch Podcasts zum Thema Stricken auf YouTube, hat auch einmal kurz das Thema angeschnitten, Nachhaltigkeit im Bereich von Strickdesign. Und es wird natürlich echt nicht so viel darüber geredet. Auch, also ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht so viel darüber geredet. Auch von größeren StrickdesignerInnen nicht. Und irgendwie sehe ich da auch meine Verantwortung, dass wenn ich euch Wollen empfehle, dass ich die guten Gewissens euch empfehlen kann und sagen kann, ja, das ist, die Wolle kann ich weiterempfehlen. Weil das Tierleid so gut wie möglich minimiert wird, wenn das tierische Wolle ist. Weil die Frage ist natürlich auch, möchte man tierische Wolle überhaupt verwenden oder nicht? Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Ich verwende aktuell tierische Wolle noch. Und das ist irgendwie so ein innerer Konflikt. Ich glaube, dass das jeder für sich selber entscheiden muss. Aber ich möchte natürlich, wenn ich euch was empfehle, euch das guten Gewissens empfehlen können. Und deswegen habe ich da mich noch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, ein bisschen recherchiert und habe eine Seite gefunden, die ich sehr cool fand. Die heißt Soul Wool. Die haben wirklich nur Wollen, die nachhaltig hergestellt werden, wo das Tierleid so gut wie möglich minimiert wird, also wo kein Mühseling generell irgendwo erlaubt ist. Es gibt sogar so einen Reiter vegane Wollen und die fand ich ziemlich cool. Also ich denke, da werde ich mal für meine nächsten Projekte, wenn ich Wolle bestelle, auch mal reinschauen. Unbezahlte Werbung, ich habe einfach die bei der Recherche gefunden und fand die Seite ganz spannend und ganz cool. Aber vielleicht könnten wir irgendwie in den Kommentaren so ein paar Seiten sammeln oder ein paar Wollmarken, wo ihr das Gefühl habt, die sind sehr gut oder ihr wisst es, dass die sehr nachhaltig herstellen. Was ich auch sehr spannend finde, wenn ihr Wollen kennt, die nicht tierisch sind, aber trotzdem sehr weich. Also so trotzdem sehr schön für zum Beispiel Pullover oder sowas, weil natürlich gibt es Baumwollen oder Leinenwollen und das, ich finde die super schön, alle für so sommerliche Sachen. Aber gerade im Winter finde ich das ein bisschen schwierig, vor allem wenn es so möglichst nachhaltige Materialien sein sollen, also vielleicht nicht irgendwie Acrylwollen. Die finde ich meistens, um ehrlich zu sein, nicht so schön. Also wenn die einen Anteil haben, dann fühlt sich das natürlich schon oft schön an, das ist mit der tierischen Wolle verbunden. Obwohl das natürlich auch wieder schwierig ist, wenn das irgendwann das kann halt nicht weiterverarbeitet werden. Also ich finde, das ist so ein komplexes Thema und ich weiß gar nicht, ich kann das gerade jetzt gar nicht auch so sehr irgendwie eine Meinung zu genau formulieren oder sowas oder was ich genau damit sagen möchte. Ich fände es einfach sehr, sehr spannend, ob euch das Thema beschäftigt, ob ihr schaut, woher die Wollen kommen, ob ihr euch wünschen würdet, dass der Diskurs darüber größer wird, ob ihr vielleicht Seiten kennt, die Wollen, nachhaltige Wollen irgendwie verkaufen. Ich weiß nicht, irgendwie einfach, ich fände es sehr, sehr spannend, eure Meinung zu all diesen Fragen zu hören und vielleicht, dass wir uns ein bisschen in den Kommentaren austauschen können, was ihr so für Seiten kennt und Wollen kennt. Die ihr guten Gewissens kaufen könnt. Das geht mir einfach gerade sehr, sehr viel dazu durch den Kopf und ich finde, darüber sollte man sich Gedanken machen. Ich glaube, das ist gerade so einfach, was in meinem Kopf irgendwie ein bisschen passiert und was ich mit euch gerade teilen wollte. Wie gesagt, ich stricke gerade an einem Stirnband.
im, vielleicht jetzt einfach nochmal ein bisschen was Leichteres. Genau, und ich stricke gerade hier, kann man es erkennen? Stellt ihr das hier scharf gerade? So ein Stirnband mit so einem Zopfmusterart, ich weiß nicht, ich habe einfach mal losgelegt. Genau. Ja, okay. Punkt. Ich, ja, das sind gerade meine Gedanken. Ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, was so in meinem Kopf vorgeht. Ich denke, dass es viele nachvollziehen können und ja. Zu dem Pullover aus im Halbpatent, das ich aus den Resten von meinen Beilaufgarn gestrickt habe, habe ich einen Kommentar bekommen, dass ich in dem, da habe ich ein Video verlinkt, um Maschen rechts oder links verschränkt aufzunehmen. Und da kam eben ein Kommentar, dass ich das nur erklärt habe für rechte Maschen, also quasi hinrein oder Maschen, die man eben rechts strickt und nicht bei Maschen, die man links strickt. Deswegen erkläre ich das jetzt nochmal in einem Video. Also ich mache nochmal ein Video, in dem ich ja, zeige, wie man das auf beiden Seiten macht. Irgendwie hatte ich das so im Kopf, dass ich das gemacht habe. I don't know. Ich weiß nicht. Falsch im Kopf gehabt auf jeden Fall. Also sorry, dass ich das da falsch irgendwie verlinkt habe, ohne die richtige Erklärung dazu. Deswegen werde ich das jetzt nochmal drehen und ich denke direkt für dieses Wochenende fertig. Ich mache nur den Vlog dann danach, weil ich möchte, dass ihr da alle Informationen zu habt. Also werde ich das dazwischen schieben. Und das filme ich jetzt. Aufregung ist da. Ich habe gestern den Aufruf auf Instagram gemacht für TeststrickerInnen zum Suchen für den Pumpkin Spice Cardigan. Und ach, es ist so krass, was da abgeht, wie toll alle sind und so lieb, dass mir einfach Menschen einfach so helfen. Also es geht mir da so das Herz auf, was für eine tolle Community die Strick-Community ist. Ja, ich freue mich einfach gerade ultra. Ich versuche hinter allen Nachrichten hinterherzukommen. Habe jetzt gerade alle ja, Teststrickerinnen ausgesucht, die das Teststricken werden, weil es kamen so viele Anfragen, dass ich nicht alle ja, von, also nicht irgendwie alle mitnehmen kann. Das sind einfach zu viele und habe jetzt so immer so circa 3 Personen pro Größe, die das testen und ja, das ist einfach, ich bin einfach richtig happy. Ihr seht, ich bin ein bisschen durcheinander. Es ist gerade ultra schön draußen, also richtig blauer Himmel. Und da wir das die letzten Tage gar nicht hatten, werde ich jetzt gerade eine kurze Pause vom Nachrichtenbeantworten machen auf Instagram und schnapp mir meinen Laptop, meine Stricksachen und fahre jetzt erstmal zum Strickladen, denn ich habe da so 2, 3 Dinge im Kopf für ein kommendes Video, was ich plane. Ich denke, ich werde da mal sowas machen Richtung Weihnachtsgeschenke, Wichtelgeschenke, sowas in der Art. Und da wollte ich noch nach Wolle für schauen. Das heißt, da radel ich jetzt mal ein bisschen hin und ich nehme meine Sachen mit, weil vielleicht finde ich irgendwie ein schönes Café in einem sonnigen Plätzchen. Bei uns scheint die Sonne gerade nicht so sehr rein vom Winkel und sieht zwar da hinten hell aus, aber es ist nur die Reflexion von dem anderen Haus, was direkt daneben steht.
Genau, und deswegen, vielleicht finde ich da irgendwo ein schönes Plätzchen, wo ich dann ein bisschen weiter arbeiten kann. Ja, ich bin einfach immer noch ziemlich geflasht. Also, wie toll ist denn die Strick-Community? Ihr seid toll, Instagram-Community ist toll. Ich bin einfach happy. Das ist übrigens der aktuelle Stand an meinem Gliederfaden. Binnen. Nicht so sehr Pumpkin Spiced, aber Cardigan. Ich bin gerade beim ersten Ärmel und ja, so ist da gerade der Stand. Den nehme ich auch mit, weil wer weiß, Strickensachen sind immer gut dabei zu haben. Planänderung. Ich habe euch jetzt gar nicht so sehr mitgenommen, denn ich habe mich spontan im Café mit einem Freund getroffen, der gerade in Münster zu Besuch ist und den ich länger nicht gesehen habe. Und deswegen habe ich jetzt gar nicht wirklich viel gefilmt. Und ich glaube auch im Bonladen habe ich nur eine Aufnahme gemacht, weil es war super viel los und wollte jetzt nicht irgendwie zwischen die Leute filmen. Aber ich habe schöne Wolle gefunden. Ich habe mehrere, wie gesagt, ne, ich habe mehrere kleinere Projekte vor. Ich hatte ja eben schon gesagt, sowas in Richtung wichtige Geschenke oder kleinere Weihnachtsgeschenke und habe dafür so etwas dickere Wolle geholt. Einmal in Orange, die von Sadness Garn Frititz Garn. Ich habe es noch nicht benutzt, aber die hatten super schöne Farben da, auch diesen Dunkelblauton. Daraus werde ich was machen und die hatten von dem Borsted Alpaka noch diese zwei Farben da. Also wir hatten noch andere Farben, aber von diesen beiden Farben nur noch jeweils das eine Knäuel. Und die Kombi fand ich ziemlich nice. Also, oder? Einfach mal ein bisschen was Knalliges in den Winter bringen, habe ich gedacht. Und genau, ich glaube, das sind die Wollen, die ich besorgt habe für Videos. Dann habe ich noch zwei Sachen besorgt, aber es ist für Geschenke für Familienmitglieder. Und kann ich jetzt hier nicht zeigen, falls sie das sehen. Deswegen, auch wenn die nicht wissen, was daraus wird, aber ich glaube, an den Farben würden sie wissen, für wen, und deswegen kann ich das nicht zeigen. Aber die werde ich dann auf jeden Fall zumindest auf Instagram teilen, aber nach Weihnachten dann natürlich. Genau, aber die Wollen habe ich auf jeden Fall besorgt für ein Video. Und jetzt, weil ich eben im Café nicht so produktiv war und einfach, das ist manchmal das Schöne am selbstständig arbeiten, dass man dann so Momente eben nutzen kann und dann einfach eben vielleicht abends arbeitet oder so. Das ist gerade bei so Tagen, wo die Sonne so schnell weg ist und man dann einfach mittags rausgehen kann, der Vorteil, den ich gerne dann auch mal nutze, dass ich dann die Mittagssonne nutze und dann abends vielleicht im Dunkeln eher wieder am Laptop irgendwas mache oder an der Strickanleitung schreibe oder was halt gerade ansteht. Ja, und jetzt mache ich gerade noch mal ein paar Sachen am Laptop fertig, damit ich morgen alles zusammen habe, um allen, die den Cardigan-Test stricken, das Ganze schicken zu können. Dafür will ich noch so ein paar Sachen finalisieren. Genau, das mache ich jetzt. Hallo, hallo, es ist Montag, der 20.11. Übers Wochenende habe ich mich nicht gemeldet. Meine Schwester war zu Besuch und wir haben einfach ein Wochenende zu zweit genossen. Und genau, jetzt bin ich gerade wieder am Planen, was es als nächstes Video geben wird. Und ich hatte euch ja gezeigt, dass ich einige Wollknäuel gekauft habe letzte Woche. Genau, und damit soll eben das neue Video werden. Ich werde jetzt mal mit den zwei Knäueln hier testen. Irgendwie Scrunchies zu machen, aber mit ganz coolen Mustern. Ich würde gerne irgendwie so ein bisschen zweifarbige Scrunchies machen, weil ich glaube, an sich sind Scrunchies ein richtig gutes Anfängerprojekt. Es ist relativ einfach, es ist was Kleines, man kommt relativ schnell voran. Und ich dachte mir, da könnte man ganz gut noch ein bisschen mit Mustern und Farbe spielen. Okay, ich habe gerade mal ausprobiert und mein erstes Muster für ein Scrunchie getestet. Warte, kann man es erkennen? Und habe hier so ein Karo getestet. Musik.
wird es gerade mit der Magic Loop Methode. Man kann aber natürlich auch mit einer kurzen Rundstricknadel oder mit einem Nadelspiel das machen, wie einem das gefällt. Aber ich glaube, gerade die Magic Loop Methode für den Anfang ist ziemlich einfach, um das zu machen. Und man kann sich einfach mal an so ein Farbstricken dran trauen. Weil es eben auch nur so ein kurzes Stück ist. Ne? Also ich brauche jetzt hier nicht mehr viel länger machen. Ich glaube, selbst wenn man gerade erst mit dem Stricken angefangen hat, kann man das auf jeden Fall an einem Tag stricken. Also für mich ist das jetzt so, ich glaube, wie lange braucht man dafür? Stunde? Zwei? Sowas in der Art? Also ich glaube, dass man da, ja, vielleicht eine Stunde, ne? Also da kommt man, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr flott mit voran. Deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall eine coole Sache fürs Video ist. Ich werde auf jeden Fall noch andere Sachen mit in dem Video reinmachen. Also unterschiedliche Anleitungen und Ideen. Ja, vielleicht verrate ich auch noch nicht alle im Vlog. Damit es noch ein bisschen eine Überraschung bleibt, was im nächsten Video kommt. Es ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil ich den Kreis nicht groß genug gemacht habe. Ich habe schon Scrunchies gestrickt, aber irgendwie dachte ich, dass, wie viele Maschen habe ich genommen? 50, dass es reicht. Aber es reicht auf jeden Fall nicht mit dem Haargummi, was ich gerade reingemacht habe, weil wenn sich das hier zusammenzieht, dann ist der Außenkreis nicht groß genug und dadurch sieht man dann quasi gar nicht mehr das Muster. Also ich meine, man könnte es theoretisch schon benutzen, aber dann mache ich nochmal. An sich ist es echt ein cooles Muster und ich weiß, das kommt im Scrunchie natürlich, wenn sich das so zusammenwickelt, gar nicht so stark raus, aber ich glaube, dass es trotzdem auch im Scrunchie cool aussieht. Aber ja, der Kreis ist nicht groß genug geworden. Also, das gehört einfach beim Stricken dazu. Ich glaube, dass viele am Anfang sehr schnell verzweifeln, wenn irgendwas nicht klappt oder nicht passt oder so. Und es wird schon weniger. Also ich würde schon sagen, dass ich aus Erfahrung oft weiß, wie viele Maschen ich aufnehme für einen Halsausschnitt oder für wie weit ich was mache oder sowas. Und aber ihr habt es auch letztes Mal gesehen bei dem Vlog zum Pullover. Ich habe es dreimal aufgeribbelt. Also es ist, je nachdem, wenn man mit neuer Wolle arbeitet, die man noch nicht so gut kennt oder wie auch immer. Ja, es ist einfach so, da man ribbelt. Das gehört einfach dazu. So, heute melde ich mich aus dem Bett mit Wärmeflasche. Ich habe gearbeitet und jetzt bin ich durch und werde den Rest des Tages, glaube ich, einfach sehr eingekuschelt mit Wärmeflasche im Bett verbringen. Und ich wollte jetzt gerade testen, mal die ersten Scrunchies rund zu nähen. Ich habe jetzt zwei vorbereitet und werde dann ein drittes in dem Video als Anleitung zeigen. Das filme ich morgen. Aber genau, ich probiere das eigentlich immer ganz gerne vorher aus, was ich filme. Manchmal filme ich direkt mit und dann, ich merke jedes Mal, dass ich dann vielleicht ein, zwei Dinge doch nochmal abändern würde oder möchte. Und dann ist es, ja, dann stört es mich immer im Nachhinein, wenn ich das direkt mitgefilmt habe, weil ich dann selber verwirrt bin beim Schnitt oder das vielleicht nicht ganz so deutlich rüberkommt, wie ich es gerne hätte. Und bin dann unzufrieden und deswegen habe ich mir inzwischen angewöhnt, bei den meisten Projekten das vorher ja, einfach mal auszuprobieren, beziehungsweise einfach eine genaue Reihenfolge zu formulieren, für die ich es einfach halte, der man folgen kann, was Sinn ergibt. Genau, und deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen gekuschelt eine Serie gucken und ja, Scrunchies zusammennähen. So schön die Sonne rein. Jetzt machen wir mal ein bisschen genießen, mal die letzten Tage nicht immer so. Ist gerade sehr, sehr schön. Genau, ich habe gestern Abend noch ein Scrunchie rund genäht. Das sieht jetzt so aus. Und ich habe mal geschaut, ich kann aus dem, wo ich das Karo-Muster hier gemacht habe, was ja so ein bisschen zu klein vom Durchmesser geworden ist, zumindest so ein Mini-Haargummi da reinmachen, dass das vom Radius dann passt. Da werde ich jetzt für das Video nächste Woche eine Anleitung zu machen. Genau. Und
Ich glaube, ich werde den Vlog jetzt an dieser Stelle beenden. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen filmen. Ich habe noch diese Woche sehr viel auf der Arbeit zu tun. Also ich arbeite ja Teilzeit noch und mit dem Schnitt von dem Video und so weiter denke ich, dass es Sinn macht, das jetzt zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch wieder ein bisschen mitgenommen habe. Ich bin gespannt, was ihr alles so zu dem Thema Nachhaltigkeit im Stricken und welche Wollen ihr so kennt, wo wir uns vielleicht mal ein bisschen austauschen können, was ihr so dazu schreibt. Und falls ihr Lust habt, noch mehr Vlogs zu gucken, ich habe ja schon 2 Strickvlogs gemacht und ihr habt die noch nicht gesehen, dann schaut mal hier vorbei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.